Jo Leute, willkommen zu Part 3 von meiner Karriere mit Werder Bremen. Wir sehen uns hier gegen das Spiel, zu dem Spiel gegen den FC Bayern München wieder, wie angekündigt. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen rein in die Partie. Muss ich mal einmal schauen, wer alles spielt heute. Ja, ich habe in der Mannschaft nochmal wieder ein bisschen was geändert. So, im Tor steht jetzt Restes. Dann haben wir Stay abgegeben und Neves geholt. Keita ist weg, dafür spielt Lamadi und Vermeeren spielt für Linnen. Ja, und das ist der Rest der Mannschaft. Ich weiß nicht, vielleicht lassen wir auch erstmal noch Linnen hier spielen, so dass er ein bisschen besser spielt. Aber wir können ihn auch so können wir auch spielen, weil Vermeeren kann auch im ZM spielen und dann spielt Linnen auf der 6. Und dann würde ich sagen, ist das die bestmöglichste Aufstellung, die wir hier haben. Außer vielleicht Friedel noch raus für Stark, aber wir lassen es so, wie es jetzt ist. Und dann würde ich sagen, spielen wir jetzt gegen die Bayern. Let's go. Eine neue Saison in der Ja, Bundesliga. wir Alle haben eine freuen sich neue drauf. Saison. Spieltag 1. Auf Ich geht's gegen den begrüße Sie FC ganz Bayern herzlich München. zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Heute melden wir uns aus dem Wohninvest-Weserstadion. Das Wetter spielt heute wirklich mit. An den Mikrofonen sind heute wieder einmal Wolf Fuß und Frank Ja, Buschmann. wie Und wir erwartet, übertragen der Ihnen FC Bayern heute München ein hier Spiel wieder vom nur am ersten Tricksen. Das Spieltag ist der der Bundesliga. typische FC Bayern. Werder Bremen gegen Bayern München. Ne, das stellt den Keeper natürlich vor keine großen Probleme. So geht Werder Bremen heute in dieses So, Spiel. ja. Linnen. Vermeeren. Bayern München beginnt Vermeeren. heute Vermeeren. diese Vermeeren Aufstellung. läuft. Im Tor ist Manuel Neuer. Presnel Kimpembe spielt Neves mit und Matthijs de Ligt. Neves. Jeder Schade. Bremer War gute Chance Spieler gewesen. stets Sehr gut. mit Konrad im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Der Mann. In der Ecke. Da ist das erste Tor. Oh, Und das schönes Spiel geht Tor. Sehr, richtig sehr gut schönes los. Tor. Und das verspricht eine sehr interessante Ja, Partie das zu werden. Ferguson, schönes Ding. Hier ist dieses Eine Tor sehr nochmal. Sie schöne bringen Ecke die Ecke rein. Und von dann Demand, ist ne? das Ja. wunderbar gemacht. Mit dem Alter Kopf ist er Schwede. zur Stelle, setzt sich durch. Sehr, sehr Perfekt. schönes Tor. Jetzt sind die Bayern hier also hinten. Sie müssen was tun. Sehr schön gekämpft. Da kommt der Pass. Jetzt aber Da kommt müssen sie aufpassen. Ferguson. Und ich glaube, Sehr da gut haben sie geklärt von diese den Bayern. Situation unbeschadet überstanden. Okay, das war doof, jetzt den Verteidiger Lucas rauszuziehen. Vazquez. Die Flanke in Richtung Harry Kane. Ah, klasse geklärt. Starkes Tackling hier. Lauf, lauf, lauf. So. Vorteil für den FC Bayern. Ah, Jetzt bei Harry ja. Kane. Wir haben in der Sieht letzten den Ball Folge schon gesehen, ich kann klasse nicht reingehen. abspielen. Musiala! Schön Ball geklärt, erklängen. Klaps. Angriff Sehr, erstmal sehr zu schön. Ende. Anni Luis war das. Ecke kommt von Kimmich. Schon Ball gemacht, unter sich, der ist Restes. zur Stelle. Er geht dazwischen. Musiala. Come on, lass den Jamal hier mit ruhig. Komm. Aber sehr stark, die Bayern, sehr, sehr stark. Spielt den Ball. Okay. Und Kommt jetzt hier. der Schuss. Oh. Den Ball verzieht er. Glück gehabt, Leute. Sehr viel Glück. Sehr wichtig, zu Hause gegen den FC Bayern München zu führen. Das ist sehr, sehr wichtig. Da setzt er sich gut durch. Oh, er fängt an zu tricksen, er fängt an zu tricksen. Der Torhüter muss nicht eingreifen, der Ball Sehr fliegt stark. über das Tor. Sehr, sehr stark. Mit Auge. Gefährliche Szene. Block ist da, aber die Abwehr muss Come on. weiter Oh, hoch. Weiser, schade. Neuer macht zu, ganz Schade, sicher. fast wie im Real Den Life. Treffer aus kurzer Der Manu Distanz. Abi hält wieder alles. So, Ecke kommt. Und Ferguson. Schade. Der Klappenkönig müsste das doch mal gegen die Bayern hinbekommen.
Lauf, Weiser, Weiser und Weiser. 2 zu 0. Sehr, sehr schön. Tolles Tor, wichtiges Tor. Jetzt darf er sich nicht Weiser. Sehr guter Auftritt von Werder. Sehr, sehr gut. Musiala. Ball jetzt bei Kane. Die Bayern mit dem Ball verlust. Wir sind in der Schlussphase dieser ersten Hälfte. Die Gastgeber führen deutlich. Lauf. Die führen mit zwei Mitchell. Toren Mitch. Genau hinschauen. Erstmal Augen auf jetzt. Schade. Und so kannst du den Torhüter natürlich nicht vor Probleme stellen. Kane. Kimmich jetzt. Klasse Pass. Harry Kane. Und irgendwie nicht gegen Ristes. Ristes wird alles. Sané bringt die Ecke rein. Schön. Gute Parade bei diesem Eckball. Lauf doch, Kollege Weiser. Schade. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Coman. Kimmich jetzt. Sehr stark. 2-0 zur Pause. Wichtig. Sehr wichtig, Leute. So. Der Anpfiff der Schiedsrichterin. Los geht's hier. Ja, Ruhe hinten rum. Schön. Da haben sie jetzt Platz. Super dazwischen gegangen. Da haben sie den Ball wieder. Schöne Verdruck gesetzt. Sehr schön, Leute. Sehr, sehr stark. So. Mitchell und Ferguson. Ach, schade. Erstmal geklärt. Toll geblockt. Sehr stark auf. Viele hatten ja schon damit gerechnet. Und jetzt steht es auch endgültig fest. Er verlässt den Verein. Er wird also wechseln. Aus meiner Sicht kann das mal ein ganz großer werden. Er hat eigentlich alles, was du für eine erfolgreiche Karriere brauchst. Da wäre Platz für einen Konter. Fast schon leichtfertig vergeben, diese Gelegenheit zum Konter. Er holt sich den Ball. Klasse, stark, Rüdiger, stark. Und den hält er fest. Gut gemacht. Foul, ey. Schiri. Okay. Und jetzt okay, haben sie den Ball. Kommt, Leute, kommt, kommt, kommt. Komm. Schön drauf da. Drauf da. Jetzt die Bayern im Angriff. Aber dann verlieren sie den Ball, keine Gefahr mehr. Bayern aber auch sehr gut am Verteidigen. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Gefährlicher Steilpass, Ball kommt gut. Und knapp drüber dieser Kopfball. Sehr gut gemacht, Leute. Jetzt bei dem Joe Nevis. Ja, Joe Nevis ist platt. Lamadi rein. Jinma für Ferguson. Grosso kommt rein für Linen. Alter Schwede, die Mannschaft ist ja komplett. Die Mannschaft ist komplett platt. So, du kommst auch noch rein. Und dann war's das. Würde ich sagen. Bayern. Ständiger Druck sollten wir vielleicht ausschalten. Guter Steilpass da jetzt. Das hätte brenzlig werden können, aber er kommt vorher an den Ball. Gefährlicher Pass von Sané. Jo, und damit denke ich, dass wir jetzt das Tor bekommen. Und der Ball prallt von der Glück Lande gehabt. Ins Feld zurück. Alter. Schön gemacht, das ist sehr schön. Sehr gut passiert. Ecke für die Bayern. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Sané könnte es über außen versuchen. Ball jetzt bei Harry Kane. Er wirft sich in den Schuss, das war wichtig. 20 Minuten haben wir noch auf Lauf. Der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Jinma läuft. Schön geklärt. Bei diesem Angriff. Es hätte es 3-0 sein können.
Bald heißt es also wieder Bundesliga-Fußball für Werder Bremen. Dann geht es auswärts gegen den SC Freiburg. Und da hoffen wir natürlich auf ein tolles Spiel. Ist das das Tor? Das war knapp. Sehr gut, Leute. Luis. Sie versuchen das Spiel jetzt frei zu machen. Unnötiger Ballverlust. Er steht hier weiter 2:0. Dürfte eigentlich nichts mehr passieren. Zeit also mal aufs nächste Duell zu gucken. Der kommende Gegner von Bremen heißt SC Freiburg. Nach der starken Leistung heute dürfen sie sehr stark verteidigt. Die Bayern wechseln. Kimmich führt aus. Die Ecke hat er ganz sicher. Keine große Gefahr. Guter Pass jetzt. Wir haben halt nichts mehr auf der Bank. Okay. Wie soll schön zu erkennen, wie ihre Strategie aussieht. Schnelle Pässe, viel Tempo, überraschende Vorstöße. Ja, aber der Vorstoß war auch für den Rest der Mannschaft zu überraschend. Es war einfach ein wenig zu früh und die Folge ist Abseits. Ah, das war wieder so ein typisches FC Bayern-Foul gerade. Viel mit Auge. Lauf, Mitchell. Und da ist es 3. Das ist das Tor zum Sieg. Sie erhöhen weiter, da passiert nichts mehr. Sehr schön. Sehr stark. Spätestens jetzt wird es eine ziemlich klare Angelegenheit. 3:0. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an den Gastgeber. Vor dem Spiel haben alle. Wir haben den FC Bayern München klar besiegt mit 3:0. Wer hätte das gedacht? Sehr, sehr stark. Vielen Dank, dass Sie kurz nach Spielende zu einem Kommentar bereit sind. Wie zufrieden sind Sie mit dem ersten Sieg als Bremen-Coach? Von uns kommt noch einiges. Die Jungs haben 100% gegeben, da ist auch Luft nach oben. 100% warm. Wer mehreren konnte im ersten Spiel leider nicht überzeugen. Wir haben sie schon doch eher durchschnittlich gesehen. Neuen Team hatten es nie leicht. Und das hat beim ersten Spiel für Bremen mit Meister gezeigt. Wir haben sie selbst ist nie gesehen. Kann noch mehr, jetzt sieht wohl jeder, warum ich in die Runde bin. Zack. Sehr stark. Vielen Dank für diese Statements. Sehr, sehr stark gegen die Bayern direkt mal gewonnen. Genau so muss das sein. So. Werde ich mal an der Mannschaft hier ein bisschen was umstellen, glaube ich. Weil ich glaube doch, der ständige Druck ist ein bisschen heftig. Standard. Ausgeglichen. So. 70 und Tiefe auch ein bisschen tiefer. Zurückfallen lassen. Nee. Wir setzen hier ein bisschen was rein. Bisschen die Breite, die Tiefe auch auf 71. 72 machen wir offensiv. Ist alles so, wie es bleibt hier. Chancenarbeitung ausgeglichen. Ecken und Freistöße ebenfalls. Zack. Sehr stark. Okay, dann können wir jetzt noch ein, zwei Spiele gleich machen. Dann können wir jetzt gleich nochmal zwei Spiele simulieren, würde ich sagen. Ja, perfekt, die Scouts sind auch da. Perfekto, was haben wir hier? Nehmen wir mal mit. Ihn hier lassen wir.
Ihn würde ich vielleicht noch mitnehmen. Und das war's dann auch. So, wie schaut's bei ihm aus? Er sieht sehr gut aus. Und ihn hier würde ich vielleicht noch mitnehmen. So. Und jetzt die deutschen Leute hier. Okay, ist gerade kein interessanter dabei. Jugendakademie, wenn wir die neuen Spieler angucken. 61, sehr, sehr gut. Spielmacher. Spielmacher machen wir noch ein bisschen besser. Bei ihm. Aber er ist mehr zu der Flügelspieler, ne? Linke Seite. Ziehen wir nochmal auf links. Du bist auch ein Flügelspieler. Flügelspielmacher. Cardoso. Ebenfalls ein guter Flügelspieler. Tempo und Schießen könnte sogar ein guter Stürmer werden. Jawohl. Geben wir ihm hier sehr gute Stats auf Sturm. Und vielleicht noch einen guten Ersatzstürmer bald. So. Dann würde ich sagen. Stillstand bei Verhandlungen, bla bla. FC Girona. Nö. Ihn geben wir auch nicht ab und Nick Woltemade. Du bleibst auch bei uns. Jeder will unseren Torhüter. Grosso ist jetzt weg. So. Dann würde ich sagen, das Spiel gegen Freiburg. Da werden wir die Highlights spielen. Da werden wir mehr als die Highlights. Ne, da werden wir nur die Highlights spielen. So. Und dann in der nächsten Folge, da könnt ihr abstimmen, wie wir spielen sollen. Liebe Fußballfans, willkommen hier im Europapark-Stadion. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Auf geht's, Leute. Eckball für Freiburg. So, komm mal raus, Torwart. Da konnten sie nichts draus machen. Er kann dieses Duell gewinnen. Sie geben den Ballbesitz ab. Alter, wieso wurde der Ball jetzt verloren? Ich konnte gar nichts machen. Komm her, und? Das war kein Problem für Sie. Er hält den Freistoß. Brauche Leute, die mehr Freistoßbrezel, mehr Wumms haben. Lukas Höhler. Rizzo Doan. Ja, mit viel Übersicht. Und jetzt kommt der nicht das Gegenteil. Der Ball kommt nicht durch.
der Schuss abfallen. Stark im Block legen. Dadurch werden. So Leute, jetzt aber. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Das gibt Freistoß. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Niklas Stark. Und da ist es 1-0, sehr stark. Sehr, sehr stark, Leute. Das ist der Schlusspfiff. Die Gäste haben heute also gewonnen. Durch diesen Sieg heute haben sie nun 6. Das war ein sehr, sehr schönes Tor. Jawohl, müssen wir vorwissen. Nein, nicht neu starten. Manchmal hängt das Menü bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Aber. Damit lasse ich euch dann jetzt mit dieser Partie hier heute allein. Das war's für heute. So. Im nächsten Part spielen wir gegen Mainz, Heidenheim, Köln und Bochum. Und ihr könnt abstimmen, gegen wen ich selber spielen soll. Und die anderen werde ich Highlight spielen und simulieren. Also ich tendiere ja eher zu Bochum wegen dem Pokal. Aber da verlasse ich mich auf euch. Bis dann, ne? Ich würde sagen, abonniert den Kanal, lasst ein Like da, unterstützt mich bei meinem Partner Instant Gaming. Schaut in meiner Kanalinfo vorbei, da ist die Seite verlinkt. Bis dann, ciao, ciao.